Damokles ist von den Toten auferstanden. Wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Vater lehrte mich, dass die Götter gut aus. Jedoch in unserem Weg. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine. Ehre meines für die Menschen. Es führte unsere. Was machst du zu den Männern, die. Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen da. Willkommen da. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird gefreut sein. Ich bin hier, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Mach dich bereit. Durchbrich meine Verteidigung. Mut auf Mann! Daran, durch die Verteidigung zu treffen. Noch einmal! Nein, so wird es nichts. Los, durchbrich meine Verteidigung. Du kannst das. Jetzt nochmal, aber triff mich. Genau so. Gut gemacht, so. Einmal noch. Abgeblockt. Versuch erneut. 3 Treffer oder es zählt nicht. Komm schon. 3 Treffer, Marius. 3 Treffer. Und nochmal. Mach dich.
Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Auf den richtigen Moment. Such's nochmal. So, muss deine Hiebe nicht ab. Perfekt. Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. So. Jetzt? Komm schon. Rhythmus. Warte auf den Moment. Ein einziger Arbeitstag, der Sohn sein besiegt. Du hast das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Bald mir. Ich gebe dir das los. Oh oh. Als der gefallene Damok sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan haben, zu töten. Hm. Viele Kommandanten mit dem Bild sie daran stehen. Erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Yeah!
Jeptus. Los! Yep, tu saldo. Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Ich. Komm schon, Marius. Gracias.